Einen wunderschönen guten Tag, Couches, zu einer neuen Folge Fußballfreitag. Und ja, weiterhin ist die Frauen-WM in vollem Gange. Die U20 oder U21 EM, ich glaube, es ist eine EM, ist im vollen Gange. Da sind die Deutschen gestern ins Finale eingezogen. Aber da ich beides einfach nicht verfolge, wie ihr wisst, sind beide Themen nicht geeignet, dass ich da groß was drüber erzähle. Deswegen wollen wir uns heute mal ein bisschen mit dem Spielplan beschäftigen. Nämlich jetzt in diesem Moment, also um 12 Uhr am Freitag heute, gibt die DFL den neuen Spielplan bekannt. Und bevor wir damit anfangen, ich habe heute das wunderschöne Eintracht Frankfurt im Graffiti-Design an. Finde ich, ist ein unglaublich cooles T-Shirt. Also ist eins meiner Lieblings-T-Shirts eigentlich. Nur damit wir das nicht vergessen. Also der Spielplan. Grundsätzlich ist es kein Geheimnis, wie der Spielplan entsteht. Sie zelebrieren das eigentlich, also die DFL zelebriert das eigentlich jedes Mal, bevor der Spielplan veröffentlicht wird. Aber da der irgendwie um 12 Uhr veröffentlicht wird, haben, glaube ich, die wenigsten Zeit, sich das ganze Video live anzugucken. Und im Nachhinein guckt man sich eigentlich nur noch den Spielplan an. Zumindest geht es mir so. Und dennoch finde ich es, wie gesagt, immer extrem faszinierend, was da alles beachtet werden muss und wie das Ganze dann am Ende rauskommt. Man muss sich einfach mal vorstellen, man möchte den Spielplan selbst irgendwie gestalten und möchte einfach mal ein paar Spielpläne oder Spieltage setzen. Da wird man relativ schnell feststellen, oh, irgendwie bekommt man es nicht hin, dass nicht am Ende auf einmal nicht mehr die richtigen Teams da sind, die gegeneinander spielen müssen, sondern dass man theoretisch irgendwelche Partien schon doppelt machen müsste. Aber gut, das ist für einen Computer natürlich noch die geringste Herausforderung. Aber drumherum gibt es natürlich eine Fülle an Bedingungen, an Rahmenterminen, an Veranstaltungen, die irgendwie berücksichtigt werden müssen. Das sind zum ersten die Rahmentermine von UEFA und FIFA. Das heißt, an einem Länderspielwochenende kann natürlich nicht gespielt werden. An einem Länderspielwochenende. Dann ist natürlich das Champions League Finale steht fest, das Euroleague Finale steht fest. Grundsätzlich stehen auch einfach mal die Termine für Champions League und Euroleague fest. Und natürlich, wenn wir uns einem großen Turnier nähern, steht natürlich auch der Termin fest, sodass die Bundesliga im Zweifelsfall früher aufhören muss, später anfangen kann. Das alles sind erstmal die ersten Termine, die irgendwo stattfinden bzw. festgelegt sind, die wichtig sind. Also die erstmal aus dem Sport kommen. Dann gibt es aber natürlich noch andere Rahmenveranstaltungen. In vielen bzw. einigen der Spielstätten wird ja nicht nur Fußball gespielt, da finden Konzerte statt. Auf Schalke fanden irgendwelche Raab-Events statt, Stockcar. Beziehungsweise Biathlon findet da statt. Gut, Biathlon ist immer in der Winterpause, aber Stocker könnte oder hätte damals ja theoretisch auf ein Fußballwochenende fallen können. Dann haben wir so Sachen wie das Oktoberfest, wir haben Karneval. Das alles sind häufig Sachen, die betreffen natürlich nur einen Verein oder zwei Vereine. Wichtig dabei natürlich immer, es muss erste und zweite Liga abgestimmt werden. Aber sie betreffen halt diese Vereine, sodass während dem Karneval möglichst nicht zu Hause gespielt wird. Im Zweifelsfall, weil da die Sicherheitskräfte woanders gebraucht werden. Es sollte nicht unbedingt zwei Tage nach einem Konzert in zum Beispiel Frankfurt, weil den Fall hatten wir, gespielt werden. Weil da wird dann der Rasen kaputt getrampelt und in den zwei Tagen oder selbst innerhalb von einer Woche ist es schwer, den Rasen wieder auf Vordermann zu bringen. Und das alles zusätzlich zu irgendwelchen Feiertagen, an denen nicht gespielt werden darf, egal ob das jetzt bundesweit oder länderabhängig ist, muss alles erstmal so grundsätzlich vom Rahmentermin abgepasst werden. Das heißt, wirklich feststehende Termine, egal ob Sport, Unterhaltung, auch Politik, Gesellschaft, fließen als erstes ein und schließen schon mal irgendwelche Sachen, also irgendwelche Termine aus. Das heißt, wie gesagt,
Da fallen dann einfach, ich sag mal, von unendlich vielen theoretisch möglichen Spieltagen schon mal die Hälfte der unendlichen raus. Dann gibt es natürlich auch noch generelle Interessen von Vereinen. Das heißt, die Vereine dürfen irgendwo Wünsche äußern. So hatte ja zum Beispiel Berlin, also nicht Union Berlin, sondern Hertha BSC Berlin, sich gewünscht, dass zum Jahrestag des Mauerfalls, müsste es gewesen sein, haben die sich gewünscht, gegen Union Berlin zu spielen. Wo Union Berlin ja schon gesagt hat, uns ist der Mauerfall so wichtig, das möchten wir bitte nicht mit so einem dämlichen Fußballspiel irgendwie in den Hintergrund rücken. Aber nur als Beispiel war das jetzt gemeint. Das heißt, die Vereine dürfen schon mal Wünsche äußern. Dann dürfen die Kommunen Wünsche äußern. Die Polizei darf Wünsche äußern. Das ist dann gerade, es muss ja nicht mal irgendeine Veranstaltung im Waldstadion sein. Es reicht ja, wenn eine große Veranstaltung irgendwo in Frankfurt ist, dass die Polizei sagt, hier erwarten wir durchaus einen erhöhten Polizeieinsatz, wenn wir gleichzeitig auch noch ein Fußballspiel haben, vielleicht sogar ein Risikospiel, wissen wir nicht, ob wir genug Sicherheitskräfte stellen können, sodass die Polizei sagt, bitte hier nicht. Gleiches gilt natürlich für den Stadionbetreiber, der dann entsprechend das mit den Veranstaltungen überhaupt erst mitteilen kann. Und so können natürlich nicht alle Wünsche berücksichtigt werden, aber es können zumindest mal ein paar Wünsche berücksichtigt werden. Dann sind natürlich so Sachen wie, dass manche Vereine nicht gleichzeitig zu Hause spielen sollten. Also damit meine ich jetzt nicht, dass als sich 1860 München und Bayern München noch das Stadion geteilt haben, dass die nicht gleichzeitig zu Hause spielen dürfen, sondern dass ein Mainz und in Frankfurt nicht gleichzeitig zu Hause spielen. Dass ein, ja, gut, das ist zweite Liga, aber dass ein St. Pauli und ein Hamburg nicht gleichzeitig zu Hause spielen. Dass ein Union Berlin und ein Hertha BSC nicht gleichzeitig zu Hause spielen. Auch das grundsätzlich einmal wieder auf die Polizei zurückzuführen, dann aber natürlich auch irgendwo Verkehrsaufkommen. Bei langen Reisen bräuchten theoretisch die Auswärtsfans entsprechend Unterkünfte. Das alles muss dabei berücksichtigt werden. Und da geht es dann erst in erster Linie darum, es nicht unbedingt am selben Spiel, also am selben Tag, das heißt nicht beide Samstag 15:30 Uhr, aber wenn möglich auch durchaus, ist einfach am Wochenende schon mal, also dass der eine zu Hause, der andere auswärts spielt. Ähnliches gilt dann für Dortmund gegen Schalke. Und so wäre es zum Beispiel auch blöd, wenn Dortmund und Schalke gleichzeitig in Mainz und in Frankfurt spielen würden. Denn man möchte ja auch so ein bisschen den Verkehrsfluss regulieren. Man liest es ja leider immer mal wieder, dass sich an irgendwelchen Bahnhöfen Fans getroffen haben, also getroffen, die sind nun mal gleichzeitig an dem Bahnhof gewesen und dass die sich dann eins auf die Mütze gegeben haben. So versucht man natürlich auch, die Verkehrsströme so ein bisschen zu lenken, dass die nicht am gleichen Tag zurückfahren müssen, wenn sie aus der gleichen Richtung kommen, beziehungsweise gleicher Tag, dann eher gegenläufig. Und das ist dann erstmal was, was berücksichtigt werden muss. So, kurzer Cut. Ja, dann geht es natürlich auch noch darum, man möchte irgendwo natürlich einen relativ ausgeglichenen Spieltag haben. Das heißt, man möchte nicht, dass ein Team an den ersten oder auch an den letzten Spieltag zum Beispiel gegen die ersten fünf der letzten Saison gespielt hat. Oder dass ein Team gegen die letzten fünf der Saison gespielt hat. Bei Absteigern bemüht man sich, dass die gerade am Anfang einen sehr ausgeglichenen Spielplan haben. Das heißt, die sollen nicht auch da wieder nur gute Mannschaften haben, aber auch nicht nur schlecht. Schlecht und gut ist natürlich jetzt immer relativ, aber anhand der Position der zurückliegenden Saison bezogen gute und schlechte Mannschaften haben. Das gilt generell für alle, aber besonders bei Aussteigern wird da dann Rücksicht genommen. Dann soll natürlich eigentlich immer Auswärts- und Heimspiel stattfinden. Funktioniert natürlich nicht immer. Fast jedes Team oder sehr viele Teams haben zumindest einmal zwei Heim- bzw. zwei Auswärtsspiele, Rückrunde dann umgekehrt hintereinander. Aber es soll eben nicht häufiger vorkommen. Und ja, dann wird natürlich auch noch so ein bisschen geguckt,
Es soll nicht, dass ein Team immer auswärts die Saison beenden. Das heißt, wenn ein Team letzte Saison auswärts beendet hat, die Saison, soll sie in der nächsten Saison eher mal ein Heimspiel bekommen. Auch das funktioniert natürlich nicht immer. Gerade auch durch Aufsteiger und Absteiger, weil dann sind es im Zweifelsfall irgendwie ja 11 Teams, die Heimspiele hatten und nur 7, die Auswärtsspiele hatten. Und dann kann es ja gar nicht aufgehen, aber da wird zumindest so ein bisschen versucht, drauf zu achten. Ja, und am Ende davon spuckt dann, wenn der PC all diese Rahmentermine bekommen hat, spuckt der PC Kombinationen aus, die möglich sind. Die werden dann tatsächlich nochmal vom Menschen überprüft. Da wird dann nochmal ein bisschen geschoben im Zweifelsfall. Da wird dann auch nochmal auf endgültige Wünsche eingegangen. Und wenn dann tatsächlich was gefunden werden konnte, wird der Termin bekannt gegeben. Und das ist eben dann heute gleichzeitig mit diesem Video. Das heißt, wenn ihr das hier geguckt habt, könnt ihr im Anschluss euch den Spielplan angucken. Ich werde ihn natürlich jetzt hier nicht reinschneiden können, weil ja, ich bin ja jetzt noch, für mich ist noch Donnerstag. Und so habt ihr aber zumindest die Möglichkeit, danach euch einfach mal den Spielplan anzugucken. Ja, das wollte ich einfach mal erzählen. Ich weiß nicht, wie viele sich da tatsächlich schon informiert hatten. Ich finde das, wie gesagt, ziemlich interessant und faszinierend, was da alles beachtet werden muss. Und so hoffe ich, dass Frankfurt einen halbwegs anständigen Plan bekommt, dass wir hoffentlich die Saison dann wieder mit einem Heimspiel beenden können. Und ja, dass es einfach ein guter Anfang ist in dieser Saison. Das ist ja häufig wichtig, dass man nicht mit einer Negativserie startet. Und ja, einfach eine gute Distanz auch. Das heißt, ich möchte nicht unbedingt an einem Freitag nach Berlin reisen müssen. So, das wäre halt irgendwie blöd. Wobei ich wahrscheinlich aufgrund von Arbeit da sowieso da nicht hinreise. Ja, das soll es aber gewesen sein. Gerne mal ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten mal eure Meinung dazu, beziehungsweise kanntet ihr das ganze Prozedere um den Spielplan oder war euch das völlig neu? Und ja, dann ansonsten gerne weiterhin noch irgendwelche Vorschläge für Themen, denn es dauert noch 1, 2, 3, 4 Wochen, bis wir dann tatsächlich mit irgendwelchen aktuellen Themen starten können. Da wird es dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder um Frankfurt gehen, denn die starten ja relativ früh in ihrer Euroleague-Saison und da werde ich mich mit Sicherheit irgendwann mal wieder mit beschäftigen. Ansonsten, wie gesagt, gerne mal Vorschläge machen, Like da lassen, euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe für uns alle, es wird nicht zu heiß und ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!